auf die Sekunde. Genau. Und los geht's bei dieser Partie, in der die Eintracht natürlich dranbleiben möchte am Tabellenführer in Wolfsburg. Und für Leverkusen geht's darum. Nächster Ball in die Spitze. Diesmal ist Dunst schnell unterwegs. Reuteller wäre zentral. Oh, super von Dunst. Geraldine Reuteller. Hui. Nicht im Tor. Sie das noch verhindern konnte. Jetzt schauen wir mal ganz genau hin. Super die Übersicht von Dunst, dann Reuteller und Siems. Oh, schwer zu sehen, ob der tatsächlich vor der Linie war. Vielleicht haben wir hier einen besseren Blick noch mal drauf. Da müssen wir jetzt ganz langsam machen. Oh, ich glaube, das passt. Ich glaube, das ist die richtige Entscheidung gewesen. Martin. Sucht Afaoui. Der Klärungsversuch auf die Füße. Sensationelles Tor vor etwa 2 Jahren geschossen. Aus fast 40 Metern. Das hat die also locker im Fuß. Lisan Gräve. Gut gehalten von Johannes. Wert ab zum dritten Eckball für die Gäste. Da wäre noch mal die Möglichkeit da jetzt für Gräve. Wie gesagt, die kann es aus der Distanz. Abgefälscht noch bei diesem Fernschuss von Gräve. Mit links. Leicht abgefälscht von einer Frankfurterin. Und zwar von Nüsken gewähltes Stilmittel in dieser Partie bis hierhin. Und jetzt hat Freigang vielleicht mal ein bisschen mehr Platz. Hier ist sie, Laura Freigang. Freigang hat noch die Übersicht für Braschnika aus kürzester Distanz. Dann der Abschluss. Die Eintracht eingeleitet von Dunst. Dann Freigang, die ihr nicht selbst abschließt, sondern nochmal reingibt. Und dann steht halt Braschnika direkt vor Repol. Auch schwer, die Kugel dann da noch vorbeizukriegen. Tolle Reaktion aber von Repol, die sich groß macht und diesen Ball hält. Kann sie jetzt wieder halten? Ja! Gegen Reuteller. Mit dem Fuß diesmal. Hier der rechte Fuß, das rechte Bein von Repol. Ganz, ganz stark. Bleibt da lange stehen. Dunst steht auch dabei, aber das macht jetzt die Slowenen, wie es aussieht. Könnte die letzte Aktion sein in diesem Spiel. Gibt es jetzt den Last-Minute-Siegtreffer für die Eintracht? Ja, den gibt es tatsächlich. Es ist Wahnsinn. Mit dem Schlusspfiff. Annika Kost beendet die Partie. Wir haben Chance um Chance, bringen den Ball nicht rein und die Leverkusener Mauer macht die Lücke auf. Wenn die einfach stehen bleiben, geht der niemals durch. Ob das Foul in oder außerhalb des 16er war. Kopfschütteln bei Repol, das ist klar. Die löchrige Mauer, die kann sie gerade noch nicht so richtig fassen. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.